Hallo, willkommen hier im Restaurant Da Claudio in Nürnberg. Heute geht es mal um den Steinbutt und wie man den zerlegt. Und das wollen wir jetzt euch mal zeigen. Der Steinbutt wurde vor ungefähr 5 Minuten geliefert. Wir haben sehnlichst drauf gewartet. Und es geht heute darum, wie filettiert man einen Steinbutt. Der Tiziano, Chef vom Da Claudio, hat eine Mitarbeiterin, den Alessandro, dessen Spezialität Fisch zerlegen ist. Der wird es jetzt gleich machen. Großartig, ich freue mich drauf. Perfekt. Alessandro, wie ich mal, Alex. Komm hin. Alessandro. Sandro. Ciao. So, hier. An die Arbeit. Alessandro. An die Arbeit. Jetzt muss man. Ich glaube, das war alles wohl. Ne, war denn schon? Ja, jetzt muss er ein bisschen mehr. So, jetzt muss als erstes der Kopf freigeschnitten werden. Und beim Steinbutt ist die Besonderheit, in der Haut sind ganz viele kleine Knochen. Und deshalb kann man die Haut nicht mitessen, oder? Nein, eigentlich nicht. Kann man nicht essen. Ja, vor allem die obere kann man nicht mitessen, die untere ist ja dann weich. Ja. Da habe ich keinen Dings gekriegt. Die ist total weit und die kann man dann eigentlich auch mitessen. Ah, okay. Und man geht immer an die Krete, Mitte der Kreten entlang, dass die Kreten beiseite stehen. Mhm. Es geht immer so in die Runde. Das ist ja Ducato, das ist ja Ducato. Ja, Ducato per me, ne? Okay. Ah, das schneidet er immer an der Kräte entlang, das kann man vielleicht hören sogar. Natürlich. Alles. Haben wir hier das Mikro? Ja. Alles hören. Ah, und da haben wir jetzt ein Filet. Das ist der Bauchfilet. Das Bauchfilet. Ja. Okay. Jetzt und da haben wir den Fisch und dann gehen wir von der anderen Seite. Ein Rückenfilet ist das da. Ja, das ist dann die große. Das geht von da bis da. Ein Filet Bauchfilet, so, ja? Aha. Ja. Dann lassen wir uns einen Adresse und dann natürlich schauen wir uns, wo wir klar. Aber er hat gesagt, weil ich bin der Profi, der ist filetiert. Er hat vergessen zu sagen. Wie war dein Name? Jerim. Jerim, du hast heute Geburtstag. Ja. Alles Gute an dich. Vielen Dank. Dankeschön. Ich bin fast 15 Jahre da, Claudio. Oh, sehr gut. Das ist ja ein gutes Zeichen. Ja. Und das ist mein Arbeitskollege. Ich bin 5 Jahre mit ihm zusammen. Und 5 Jahre. So lange? Oh, so lange, ja. Wie viel hat er? Wie viel Kilo? Er ist ungefähr 5 Kilo. 5, 6 Kilo. 5, 6 Kilo? 5, 6 Kilo, ja. Jetzt kommt die andere Seite. Jawohl. Umgedreht. Jetzt kommt eine andere Seite. Da ist er ganz weiß. Ja. Das ist Rücken. Das ist der Rücken. Das sind die Bauchfilets. Ja, das ist Rücken. Und jetzt kommen die Rückenfilets. Die sind vermutlich kleiner. Ja, ein bisschen schon, ja. Kann sein auch ein bisschen dünner. Ja, sind Ah,
Der spielt die Rolle auch in die Messe, weil wir viele Messe haben, aber sonst ein Tag, zwei Tage geht wieder kaputt. Jetzt bestimmt kriegen wir viele Klick in YouTube. Natürlich. Wann ist ungefähr diesen? Oh, nächste Woche. Nächste Woche. Ja. Also Präsentation und dann nächste Woche. Ja, natürlich, klar. Nächste Woche schauen wir. Ja, aber das Schöne ist ja mal zu sehen, dass ihr hier nicht irgendein Fischfilet kauft, sondern ihr kriegt den ganzen Fisch frisch. Kaufen wir ab und zu Halbut. Ja, gut, Halbut ist groß, ne? Halbut ist groß. Dieser Mann war ganz. Dieser Mann war ganz Halbut, ja. Oh. Schauen wir jetzt. Filetieren. Schau. Das ist das Halbut. Das ist halt Halbut. Das war ein ganzer Halbut? Ein ganzer Halbut, ja. Ja, toll. Ja, ganz Halbut und dann gleich geschnitten wie die Steinbutt. Wie die Steinbutt. Klasse. Ja, ja. Ist gleiche Familie. Jawohl. Gut. Aber der wird ja pur Halbut. Aber der wird pur Halbut. Ah. Ja. Der Halbut war auch wunderschön. Aber der Halbut wird geliefert ohne Kopf. Ja. Aber es wird genauso filetiert wie der. Ja. Und jetzt holen wir die Backen raus. Was? Spine mit dem Deckel. Okay. Ja. Das ist Rito oder Ton. Okay. Das heißt, du musst die Ausdehnung weg, weil die kann man ja nicht so schneiden und dann kann man das Fleisch rausholen. Und wer kriegt die Bäckchen? Die Bäckchen? Chef. Die kriegt der Chef, ja. Das machen wir alles dann irgendwie. Wir da rein kriegen nur ein Cucchiaio für Alex. Ja, das ist gut. Ja, und das sind die Bäckchen. Das sind die Bäckchen. Ja. Wir haben natürlich zwei Bäckchen. Ne? Ja, zwei, ja. Ganz harte, ziemlich harte Schaut. Das hat ja auch die Forelle, das haben ja auch kleine Fische. Da ist das Bäckchen halt kleiner. Das Bäckchen sind kleiner, jeder Fisch hat da. Und bei denen lohnt sich den Kasten. Ja, klar. Aber bei dem großen, bei der großen Menge. So. Okay. Perfekt. So sieht er jetzt aus, unser Steinbutt. Und der Rest wird in der Soße jetzt. Und da wird in der Soße verarbeitet. Schöne Fischform. Ja. Sehr gut. Ja, großartig. Alessandro, vielen Dank. Alessandro, filetiere nochmal. Tu mal ein Filet parieren. Okay. Ja? Auch komplett parieren. Mettilo. Und das tust du mal komplett parieren. Das ist ja jetzt mal verzehr fertig. Ah ja, okay. Jetzt geht's weiter. Jetzt wird es quasi so vorbereitet, wie es dann der Gast am Teller bekommt. Allerdings nicht roh. Entlang der Haut, dass das Fleisch komplett zusammenbleibt und dann die Haut nicht übrig bleibt. Ja. Sonst. Ja, ist schön. Ja? So.
Und das da, das kommt weg? Das kommt dann auch in den Fond. In den Fond. Ja. Das kommt in den Fond. Da sind aber keine Gräten drin, keine Gräten drin, überhaupt nicht. Der hat nur diese Gräten. Mittelgräte. Und das ist ja die Mittelgräte ist ja hier geblieben, das sind ja die ganze Gräten hier noch. Ja. Und dann ist alles weg. Und den Rest, ach dann nicht mehr. Der ist jetzt komplett pariert. Sehr gut. Absolut sauber. Sehr schön. Ja, und das kann man jetzt portionieren und dann... Sehr gut. Großartig. Machen. Und dann kochen. Und dann kochen. Und dann genießen. Ja. Okay. Also, Alessandro, vielen Dank. Super gemacht. Bin schon gespannt, wie das auf dem Video rüberkommt. Danke euch. Tschüss. Danke. Ciao.